Hallöchen, Leute. Da sind wir wieder zurück. Yay! Freu, 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 oder so. Ich war heute mal ein klein wenig cleverer, aber nur ein klein wenig. Ich habe jetzt das ganze Klumpert, was wir noch hatten. Ich hoffe, es verläuft heute alles nach Ihrem Geschmack. Ja, mit Sicherheit. Doc, wie machen wir Platz hier? Was stimmt denn nicht mit dir? Ich habe schon alles heute mal, was wir noch so mit hatten, gelagert, beziehungsweise verkauft. Und können wir uns jetzt nämlich mal ausnahmsweise gleich der Aufgabe widmen, wo ich eh gar nicht weiß, wo wir hin müssen. Also, so viel zum Thema Vorbereitung. Hey, alles wie immer. Bibliothek von Arlington. Da können wir mal so einfach nicht hinlaufen. Wir können uns aber zur Marigold-Station zappen und können dann dahin laufen. Das machen wir auch mal direkt. Hey, ab zur Marigold-Station. Juhu. Mal schauen, was uns jetzt wartet. Ich hoffe, Doc Meat stirbt nicht wieder. Er stirbt irgendwie immer. Ich kann nicht leiden. Wie, jetzt muss ich durch die Marigold-Station? Ich will da nicht durch. Sieht so aus, wa? Schauen wir mal. Nö, wir können hier irgendwie langlaufen. Machen wir das auch. Immer in der Metro. Wir können sich immer in der Metro rumtreiben. In dem einen Spiel, in dem anderen Spiel. Es gibt Metro-Grenzen. Irgendwie kommen wir doch nicht vorbei. So eine Kacke. Das gefällt mir nicht. Ich will da vorbei. Lass mich da vorbei. Doc Meat, komm, wir hüpfen hier rum. Ach, scheißen Dreck, oh. Scheißen Dreck. Komm schon. Komm schon. Hä, das ist wahrscheinlich so gemacht, dass du hier nicht langkommst, ne? Wie kommen wir denn sonst da rum? Wir müssen doch jetzt nicht dann ernsthaft... Ach, komm schon. Komm schon. Sei nicht so. Spiel bitte. Na, komm mal hier irgendwie durch. Nee, das ist das Spiel auch nicht. Oh, Menno. Menno. Scheiße, komme ich nicht echt irgendwie andersrum? Ich will nicht durch die Station laufen. Durch die Metro. Immer halten wir uns nur in der Metro auf. Ist ja langweilig. Na, komm mal hier rum. Hey! Jawohl! Lass ich mir hier nicht zweimal sagen. Ab geht's! Hm. Laufen, 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 laufen. Und wir laufen durch die Welt, weil uns das so gefällt. Ja. Ja, da haben wir ja auch wieder ein Stückchen Weg vor uns, ne? Ach, Sachen gibt. Was war denn das für ein Geräusch? Oh, hier sind irgendwo Feinde. Oh, auch nicht wenig. Was seid ihr? Seid ihr einfach Ghule? Streunender wilder Ghule. Na ja, denn. Ich mach ja mit links und 40 Fieber tätig. Oh, auch nicht. Hey, die können mehr entdecken als ich dachte. Aber trotzdem kein Problem für uns. Oh, die haben immer Kronkorken dabei. Das fetzt bei den Ghulen. Gib Geld, gib Geld, gib Geld, gib Geld. Finde ich gut. Und die Frage ist, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier wieder rumlaufen. Machen wir. Und dann ab zur Bibliothek. Ich mag Bücher ja. Da werden wir uns jetzt bestimmt 3 Millionen Jahre dann aufhalten, weil ich alle Bücher lesen muss. Nein, natürlich nicht, aber ihr wisst das ja. Wenn ich irgendwas finde zum Lesen, dann lesen wir das auch. Egal, ob wir den Input behalten oder nicht. Noch ein Ghoul. Juhu. Ja, komm her, komm. Nee, du bist ja gar kein Ghoul. Super! Ja, super! Aufs Maul! Woo. Hm. 10 mm Pistole, Wert 47, können wir mal mitnehmen. Ich muss mir mehr angewöhnen, mehr Sachen Wert 30 mitzunehmen, damit wir irgendwie mal ein bisschen an Geld kommen. Wir haben verdächtig wenig Geld, das ist irgendwie nicht gut. Da kann ich natürlich auch wieder nicht durch. Wie komme ich denn jetzt hier durch die ganzen Häuser rum? Durch. Von zu. Vielleicht muss und so. Ja, scheiße. Wir treiben unseren merkwürdigen Orten rum. Hallo? Ich habe nichts getan. Ist hier irgendjemand? Huhu. Mami. Hier ist schon wieder irgendwo einer. Der will Stress mit uns. Stirb selber.
Und Dogmeat haut wieder rein, ne? Guckt ihn an, wie er ihn angreift. Und der fletscht die Zähne. Los, Junge, los! Nur sterb nicht wieder. Was? Noch ist meine Muni schon wieder leer. Ist so ätzend. Na los, lassen wir Dogmeat den letzten. Ja, feiner Junge. Also kleinen Gegnern ist das mit ihm ja kein Hit, ne? Das kriegt er ja locker hin. Jagdflinte nehmen wir die mit. Wert 45. Ja, dann können wir wieder so wenig tragen. Aber wir brauchen auch Geld. Also nehmen wir das erstmal alles mit. Weil irgendwie haben wir zu wenig Geld. Momentan kommen wir zwar noch mit hin, aber es wird der Tag kommen, wo es nicht mehr so ist. Da bin ich mir sicher. Hier irgendwo schon wieder Feinde. Hm. Sag mir. Oh, gleich. Oh, oh. Gleich so viele. Dogmeat, komm her. Wenn das so viele sind, das kannst du knicken. Bleib hier, Junge. Genau, beweg dich nicht. Ja, ist mir egal, ob du jammerst. Hör auf zu jammern! Das sind wieder viel zu viele. Und dann kommst du wieder nicht drauf klar und machst nur Scheiße. Au. Okay. Alter, was geht hier ab? Dogmeat, du musst doch mitkommen. Kannst du voll machen und so. Los! Hey! Ach. Wie jetzt? Ich bin gestorben. Ich habe meine Lebensanzeige gar nicht im Blick behalten. Ich voll der. Ach. Ja, ohne Worte, ne? Ist mir ein guter Start hier. Hey, aber Dogmeat hat mich gerecht. Habt ihr das gesehen? Er hat mich gerecht. Oh, da ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und alles nochmal. Oh yeah. Oh Menno, ich Vollidiot. Nützt nichts, nützt nichts, es nützt nichts. Sie haben die Ordnung nicht entdeckt, stimmt, ich weiß. Ich erinnere mich. Oh Menno. So, wo bin ich nochmal rumgelaufen? Hier, ne? Ja, genau. Oh, und nochmal. Ja, wenn wir wenigstens rennen könnten, dann wäre das ja gar nicht so ärgerlich. So geht mir schon wieder auf den Sack. Ah, ich bin auch so leicht genervt eigentlich, ne? Hm, das sollte mir zu denken geben. Ich muss ruhiger werden. Nein, ich will aber nicht. Puh. Mir doch scheißegal. Denk an deinen Blutdruck. Nö, warum? Kann ich ja gleich cleverer laufen. Da schießen ja welche aufeinander. Ach. Wir hatten hier auf wen geschossen. Ich meine, die Jude können ja schlecht auf sich schießen. Habt ihr da den komischen Raider getötet? Erzählt mal. Schade, vorhin haben wir hier mehr Kronkorken gekriegt. Ärgerlich. Hier war doch irgendwo denn der Raider. Hm. Komisch. Aber egal, weil weg ist es weg und soll uns erstmal nicht mehr stören. Du deiner verstrahlte Ort hier. Da ist er wieder. Naja, dann weichen wir mal seinen Kugelgekund nicht aus. Stillhalten, Fleischbrocken! Hey, vorhin warst du ein Mann. Hm, wie hat er das bloß geschafft? Aber die Pistole wollen wir jetzt nicht mitnehmen, die gibt uns nicht so viel Geld. Jetzt kommt ja hier gleich die Raider-Horde. Ach, ich nehme Dogmeat einfach gleich mit und dann ist Ruhe. Schmeißt am besten gleich eine Bombe einfach rein. Da hinten läuft einer rum. Ein Einzelner, den kriegen wir! Ist das ein Ghoul oder ist das ein Mensch? Irgendwie gerade gar nicht so definierbar. Ah, es ist böse auf jeden Fall. Du schießt auf meinen Hund, weil dir piept wohl. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ups. Und jetzt wie? Ich habe nur noch eine Bombe. Hatte ich nicht wenigstens noch zwei?
Es tut mir leid, die Hunde zu töten, ne? Hier waren irgendwo Bomben, ne? Deswegen hat das vorhin alles explodiert. Und ich renne hier schon wieder einfach so rein. Dogmeat, was machst du? Yeah, ach das, deswegen ist explodiert und so. Na, wirst du wohl damit aufhören? Nimm deine komische Waffe weg und verreck einfach. Entschuldigt meine Ausdrucksweise. Flammenwerfer, Wert 151. Das lassen wir uns mal nicht nehmen. Wir haben zwar jetzt schon einen, aber trotzdem. Oh, einen Raketenwerfer haben wir jetzt auch. Cool. So, da sind wir auch gleich schon wieder komplett voll beladen, ne? Hier können wir Sachen klauen. Das gefällt mir. Ah, jetzt weiß ich wenigstens, was hier immer um uns herum explodiert ist. Wenn so ein Raketenwerfer hat. Schweinebacke. Brennstoff für Flammenwerfer. Oh, Junge, Junge, Junge. Eigentlich sollten wir mal einen Flammenwerfer mitnehmen, ne? Können wir alles niederbrennen, alles niederbrennen. Aber ich habe große Waffen nicht trainiert. Ja, wenn ich so weitermache, ich bald keine Haarklammer mehr. Mit Gefühl. Wie, was ist das? Kann ich das essen? Hallo? Na? Nein! Ich hatte es fast. Mit Gefühl. Und dann mit dem Ruck. Boah. Haben wir es jetzt bald mal. Also, ne, es gibt Grenzen. Hm. Na endlich! 3 Jahre später, denn ist da noch nicht mal was drin. Ich krieg eine Krise. Das alles für nix? Oh, Lego an am Stiel. Wollte ich schon immer mal haben. Guck mal, hier ist Freddy's Skelett, sein Kopf. Guck mal, vor die Junkies hier mit den Drogen. Ich will auch welche. Gib, 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 gib. Ja, sicher hier voll schön eingerichtet, wa? Kartoffelchips. Hm. Auch haben will. Was das? Ist da Bier drin? Was hier nicht alle so rumliegt. Motorrad-Benzintank. Hm. Weiß nicht, ich finde eh viel zu wenig Rezepte. Was ist das? Motorrad-Handbremse? Ich denke mal, das braucht man eh, um irgendwelche Sachen zu bauen, ne? Aber ich habe eh, wie gesagt, ja, viel zu wenig Rezepte. Oh, Pistolen und Patronen. Juhu! Sachen zum Lesen. Ich bin begeistert. Oh, Alkohol. Bin ich ja auch begeistert. So. Dann schlafen wir hier mal noch eine kleine Runde, wenn wir hier schon mal ein Bettchen haben. Oh, es ist dunkel. Nee, warte, dann schlafen wir gleich mal ein paar Stunden mehr. Dann sind wir wenigstens ein bisschen ausgeruht. Und wehe, das hält jetzt nicht lange genug an. Schnarchi, schnarchi, schnarch. Sie sind nicht mehr gut. Wie? Ich bin nicht mehr gut ausgeruht. Habe ich zu lange geschlafen, ja? Ist ja furchtbar. Muss ich jetzt nochmal schlafen, um wieder ausgeruht zu sein? Geile Sache. So. Boah, die sind hier da hinten. Eine Fabrik. Da gehen wir jetzt aber auch nicht rein. Wir gehen hier rum. Irgendwie müssen wir doch jetzt einmal hinkommen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Gedönskacke. Ja, immer diese langen Laufwege, ne? Oh. Nein, nein, ich wollte hier nicht runterfallen. Oh, das war überhaupt so nicht geplant. Das war nicht mit mir abgesprochen. Oh, Möhrchen. Üble Geschichte. Wir werden da nie ankommen. Ich habe mich im Ödland verlaufen. Oh, Kacke. Mein Gott. Mein Handy klingelt hier vor sich hin. Psst, leise sein. Telefon. Ja, wir sind wieder auf Kurs. Wir sind wieder auf Kurs. Hey, und so weit ist es ja gar nicht mehr. Juhu. Ich freue mich. Ich freue mich. Dann hatten wir jetzt ja eine Folge praktisch nur rumlaufen, so wie ich das zeitlich gerade sehe. Naja. Es tut mir leid. Dafür konnte man sich einmal wieder meine Unfähigkeit reinziehen und mein dämliches Gequatsche. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Wow!
sterbe gleich den Heldentod. Ich sehe das schon kommen. Wie jetzt? Ich wollte gerade sagen, warum gehen da nicht? Stirb, du dober Söldner! Oh, da ist gleich noch einer hinter mir. Ah, ich will noch nicht sterben. Ich bin zu jung zum Sterben. Ich bin zu jung zum Sterben. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Ich muss mich heilen. Ich kann gerade meine Waffen nicht wechseln. Ich bin gerade total überfordert mit solchen Kleinigkeiten. Wow! Was haben wir hier? TP plus 60. Können wir uns mal einmal geben? Die sind nun... Ah, boah, ich bin schon wieder abhängig. Ich kann doch nicht einmal, wenn ich das esse, davon schon wieder abhängig sein. Es gibt Grenzen. Scheint harter Stoff zu sein. Wissenschaft um eingestiegen ist schön. Ich bin auch schon mittlerweile echt ganz schön verstrahlt, fällt mir mal so auf. So schön verstrahlt. Yay! Ich könnte die ganzen Medikamente auch einfach mal verkaufen, ne? Die haben guten Wert, wenn ich mir das mal so überlege. Kuchen, Cola, hau alle drin, die Scheiße. Mal hin. Na, was haben wir noch im Angebot? Dürfte erstmal reichen, oder? Ja, ja, ich weiß. Abhängig und so. Das kann nicht sein, ne? Wo schießt der denn auf mich? Da hinten. Die richtigen Tasten drücken wäre gar nicht verkehrt. Noch schön, dass ich keine Muni mehr habe. Oh, ich krieg eine Krise. Ich krieg eine Krise. Ich krieg eine Krise! Die Frage ist, wo er jetzt gespeichert hat, ne? Speichert er, wenn ich eine Karten-Dingsbums aufdecke? Wenn wir jetzt wieder von Anfang an starten müssen. Ach, er startet von hier. Gut. Ich sollte mich besser organisieren. Was ist denn los mit mir? Hier haben wir eh nicht so viel Muni, dann rüste ich gleich die aus. Das kann's doch nicht geben. Jetzt gehen wir hier einfach im Dunkeln los. Ich sag ja, eine Folge kompletter Blödsinn. Naja, muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Was soll's? Nützt alles nichts. Da müssen wir durch, Leute. Da müssen wir durch. Ach, jetzt stürze ich ja hier eh ab. Ich erinnere mich. Hier waren wir ja schließlich gerade erst. Hahaha. Hab ich gleich erstmal vor den da speichern, bevor ich da wieder sterbe. Ich habe mich auch schon mal clever angestellt. Ich wiederhole mich, ich weiß. Ich sollte einfach meinen Mund halten. Aber dann würden wir ja den Zweck der ganzen Geschichte hier komplett verfehlen. Also sappel ich einfach weiter. Luft holen darf ich aber auch nicht vergessen. So, da hinten kommen sie auch gleich wieder. Ich weiß es, genau. Ich weiß es, genau. Jetzt balancieren wir hier den Weg lang. Dup, 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 dup. Juhu. So, die kamen ja dann, genau. Ich wollte sagen, jetzt sind sie nicht mehr hier. Wie, was ist denn das da? Was ist das? Todeskralle. Ach, erzähl nicht. Hey, meine erste Todeskralle. Geil. Hallo. Und sie ist nämlich schon angegriffen, zu meinem Glück wahrscheinlich. Hast du hier die ganzen Leute platt gemacht? Krass, meine erste Todeskralle. Ich habe vorher noch keine gesehen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte in die Hocke gehen. Geilo. Dass ich das mal noch erleben darf. Huhu, du bist tot. Ich glaube, das ist ihr sowieso scheißegal. Ach naja, da. Diagramm Todeskrallenhandschuh. Geil. Nehmen wir das jetzt auch mal mit. Wir sind ja schon mittlerweile. Nee, jetzt ein paar Sachen, die wir verscheuern können, habe ich ja erstmal. Und ja. Was mache ich denn? Ach so. Aber jetzt verstehe ich gar nicht, warum sind denn jetzt die anderen? Na okay, wegen der Tageszeit wahrscheinlich nehme ich an, wa? Entdeckt überflutete Metro. Muss ich da jetzt rein? Muss ich? Sieht so aus, ne? Gehen wir jetzt baden, wenn sie überflutet ist? Zeig mal.